Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde X4. Ich habe Folgendes getan. Ich habe ein bisschen Geld verdient. Sieht man hier. Durch beispielsweise Zerstören von Minen. Das habe ich schon mal weggenommen. Ich habe die Odysseus zurückgerufen, jetzt erstmal in eine Werft. Weil ich gesehen habe, sie kämpft tatsächlich. Belohnung gibt es nicht, also gut, der Pilot steigt auf. Und ich habe mich entschieden, hier einmal in die Firmenbelange runterzufliegen. Das heißt, ich habe hier einmal den Sektor aufgedeckt, bin hier rüber und dort unten in die Ecke geflogen, weil dort ist ein Schiff, ein herrenloses. Das heißt, das können wir übernehmen, ähnlich wie die Odysseus vorher. Das ist ein bisschen kleiner, das ist ein M-Klasse-Schiff, das ist wie Adler. Grundsätzlich kein schlechtes Schiff, aber nicht unbedingt die M-Klasse, mit der ich persönlich fliegen würde, wobei die wahrscheinlich besser ist als das, was ich jetzt hier gerade habe. Muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also eins von diesen beiden Schiffen jetzt hier werde ich auf jeden Fall verkaufen. Gladius. Ich werde nicht beide behalten. So, dann wollen wir mal. Eingang ist, glaube ich, da unten. Das heißt, es müsste irgendwo da. Ah, das war ja schon zu sehen. Der Mechanismus zum Öffnen sein. Adler, Angreifer. Und dann docken wir mal an. So, grundsätzlich ja auch, wie gesagt, ein cooles Schiff, aber. Das richtig sehe, ich habe Bewaffnung. Was habe ich hier oben? Ich habe verschiedene Geschütze. Das ist also eigentlich alles da. Ja, würde ich sagen. Das Ding wird neu lackiert. Das Ding soll andocken. So, und dann starten wir mal. Glaube ich, schneller als mein Jäger, ne? Ich würde mal zum Ausrüstungsdock fliegen wollen. Da mal ein bisschen Gas geben. Ah, das ist im Grunde genauso langsam. Letztendlich zwei Waffen mehr, wovon ich aber ja insgesamt vier nicht richtig selbst steuern kann. Ich muss das mal im Kampf austesten, welches von beiden jetzt letztendlich besser ist. Gladius. Vorher schon mal machen können, ne? Okay,
Beschleunigung ist, glaube ich, schlechter. Naja, also das geht gar nicht. 900 als Reiseantrieb. Dürfte dann ein Gefechtsantrieb sein, den der hat. Das heißt, ich werde die Adler verkaufen. Wie sieht's hier aus mit den Bauteilen? Hier ist ein bisschen was unterwegs. Aber nicht sehr viel. Haben wir eigentlich hier von den Pionieren eine Schiffswerft entdeckt? Ja, haben wir. Dann macht es doch eigentlich mehr Sinn, dass du dahin fliegst. Und dann brechen wir quasi diesen Befehl ab. Docken und warten. Geht mal dahin, genau. Verlade die Ausrüstung. So, wir fliegen dahin. Da wird gekämpft. Warte mal, da wird gekämpft. PE. IP. Speichern. Von der Bewegung her ist das Schiff halt blöd. Das könnte natürlich im Kampf besser sein. Adler, Informationen. Schützen sollen. Forderung gegen Verstärkung an! Mein Ziel angreifen. Ausrüstungsdock. Jäger ist schon mal vorgeflogen.
erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Das war ja Quatsch. Ich möchte natürlich diesen Andockbereich. So, irgendwo da oben ist gerade mein Jäger am Landen gewesen. Zu dem möchte ich jetzt tatsächlich auch hin. Die Adler. Werden wir an die Teladi verkaufen, da wo das Schiff quasi auch herkommt. Oh, da. Teladi Raumdock. Verkaufe Schiff an. 1,8 Millionen bloß. Naja. Weg ist die Adler. Gladius. Sir. Oh, das war Quatsch. Andockerlaubnis erteilt. Erfolgreich angedockt. Würde ja jetzt schon Sinn machen, auch mal. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Zu reparieren, ne? Wird das auf jeden Fall. Was passiert denn, wenn ich von dem. Sehr schlechter. Das ist minimal besser, das macht aber überhaupt keinen Sinn für den Preis. Aber ich habe hier von da keine mehr. Und Crew habe ich auch nicht mehr. Aber die Crew wollte ich eigentlich auch gar nicht. Egal. So, das erste, was wir jetzt machen, ist, wir fliegen erst einmal zurück zur Basis. Autopilot eingeschaltet. Dann gucken wir hier nochmal, wie sieht's aus? Auch noch Hüllenteile, Energiezellen und Computronik-Substrat. Ich wollte aber gucken, ob ich nicht hier. Ich möchte hier, wenn hier ein Schiff kaufen. Das war hier oben. Hier nicht ein Schiff kaufen kann. Und zwar erstmal einen Händler. Wobei Größe M geht wahrscheinlich nicht. Baltic. Oh doch. Könnte möglich sein. Wir nehmen einfach mal alles auf Standard. Schilde vielleicht ein bisschen besser. Erreiche System. Evas Zwilling. So. Brauchen wir einen Captain. Ja, guck mal an. 22. Einfach erstmal nur Service. Das brauche
brauchen wir, glaube ich, nicht. Das haben wir alles schon. So, dann wären 1,4 Millionen weg. Machen wir trotzdem, würde ich sagen. Und den lassen wir nachher handeln. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wo habe ich meine ganzen Satelliten hingepackt? Hier. Hier lässt sich tatsächlich oh mein Gott, jetzt hat sich das wieder verändert. Das ist ja verrückt. Jetzt ist das Einkaufen wieder teurer als das Verkaufen. Höhenteile würde noch gehen. Ja gut, gucken wir mal. Es wird immer noch gebaut, theoretisch. 0 Sekunden. Den lassen wir mal hier hinfliegen. Warum geht das jetzt nicht? Normalerweise gibt es doch einen Handelsbefehl, oder nicht? Soll ich automatisch hier. Erreiche Evas Zwilling 1. Dann machen wir das nicht, dann packen wir den hier schon mal hin. Kommandanten handeln. Auch mal im Baulager handeln. Erstmal, dann kauft ihr für das Baulager ein. Nein. Oder? Ja, doch, war doch richtig. Ich dachte gerade, ich hätte den meinen Gladius dazu gewiesen. Natürlich nicht. Dann hoffe ich mal, dass das Schiff auch überhaupt ankommt. Also, der hier. Wo ist er jetzt? Muss er hier drüben irgendwo sein? Ist jetzt nicht. Der muss hier sein. Dort. Weil der wird wahrscheinlich durch die Leere fliegen, oder ist die letzte Grenze? Ne, wenn er schlau ist, fliegt er hier oben lang. Aber das ist trotzdem noch die Leere. Und da ist schon ein recht gefährliches Gebiet. Na gut, jetzt habe ich alle Aufträge erteilt. Jetzt würde ich sagen, warten wir, bis wir ankommen. Und ja, diese Wartezeit erspare ich euch. So, da sind wir wieder.
Autopilot ausgeschaltet. Wurde schon aufgefordert, nach der Landung direkt in den Fahrstuhl zu gehen. Ich habe aber in der Wartezeit bzw. der Flugzeit noch etwas gemacht. Und zwar habe ich den Gladius, nein, nicht Gladius, sondern den hier, der sich ja noch im Dock befindet. Mal gucken. Da muss ich nochmal kurz rüber wechseln. Ja, ne, Quatsch, das ist ja hier. Der wird gerade aufgerüstet, und zwar habe ich gesehen, also zum einen habe ich sowieso gesehen, der hat viel zu wenig Waffen. Ja, also die meisten Waffen hier, sie können doppelt genutzt werden, und er ist jeweils nur eine drauf. Ich habe allerdings hier. Nee. Da. Zwei Terraner-Geschütze dann aufgesetzt. Da war nämlich gar nichts. Ich kann leider keine Hauptgeschütze ran machen. Das heißt, ich könnte selber mit dem Ding auch noch schießen. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich habe die Schilde teilweise verstärkt. Zum einen für den Antrieb. Zum anderen generell, auch wenn das auch nur MK1 sind, bringt das jetzt deutlich mehr, als es vorher der Fall war. Genau, wie gesagt, Geschütze können da immer noch auch mehr drauf. Und das war's eigentlich. Was ich noch machen könnte, das habe ich jetzt total vergessen. Ich habe ja noch ein bisschen Geld. Was kostet das, wenn ich... Okay. Das heißt, ich würde 20 von denen nehmen. Nö. 15 von denen. So. Machen wir das so. Schon mal ein bisschen Crew. Wenn ich das Ding jetzt verkaufen würde, dann ist das schon 7 Millionen wert, also eine Million mehr. Will ich aber gar nicht mehr. Super. Ich will jetzt andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Mein eigenes Handelsschiff, was ich dort zugeteilt habe, das ist auch auf dem Weg hierher. Und das wird dort Hüllenteile kaufen. Für hier. Damit hier weitergebaut werden kann. So, und dann gucken wir mal, was der Drohne so erfolgreich angedockt. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Aber bevor ich das vergesse, dann gehe ich mal hier rein. Und lege mal ein bisschen Material ab. Was ich vielleicht später mal gebrauchen kann. Wenn ich hier meine eigene Werkbank baue. War der vorher auch schon da? Der Gladius? Ja. Wollte doch, brauche ich aber nicht. Ich bin ja auch da lang. Und dann... Ja, wo soll ich denn jetzt hin?
Wissenschaftslabor vielleicht. Tata. Kennen wir doch. Oh, endlich! Endlich dürfen wir uns von Angesicht zu Angesicht kennenlernen und treffen. Diese Installation ist mit Umweltzonen für verschiedene Lebensformen ausgestattet. Bei diesem Raum hier scheint es sich um eine Art Forschungsbereich zu handeln. Ich erwarte, dass es mehrere Jahre dauern wird, die Daten in den Computersystemen auszuwerten. Hallo auch! Ja, ich konnte bereits einige Ergebnisse erzielen. Es scheint mehrere Dinge zu geben, die wir in dieser Anlage erforschen können. Bitte schauen Sie mal hier. Hallo auch. Okay. Dann schauen wir mal hier. Das ist nämlich dort. Wie Sie sehen, gibt es viel zu tun. Ich finde ja die Erwähnung von Teleportation ungeheuer spannend und faszinierend. Ich überlasse es aber Ihnen, was Sie zuerst erforschen wollen. Achten Sie bitte darauf, dass die Forschungsobjekte bestimmte Voraussetzungen haben. Fangen wir damit an. Gut. Dann haben wir das auch. Ach, da wäre auch ein Container gewesen, ne? Ja. Ich vergaß. Eine Sache würde ich auf jeden Fall noch machen wollen. Ja, mal erst mal hinlaufen. Gladius. Sir. Komm. Jetzt zum einen einmal speichern. Abdocken. Ich würde jetzt tatsächlich mal in die Leere fliegen wollen. Ist der oben? Ja. Ah ja, okay. Okay, der fliegt oben drüber. Ja. Da passiert nichts. Und tauschen wir sozusagen einmal die Positionen. Ich würde erstmal nur bis da fliegen. Autopilot eingeschaltet. Und warum? Das zeige ich euch gleich, wenn wir da sind. Kommen Sie zu mir, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Okay, dann sind wir nochmal zum Oberkommando gerufen worden. Aber gut, das liegt ja auf dem Weg, was ich vorhabe, also alles gut. Lass das nur nochmal neu aktivieren. Autopilot ausgeschaltet. Warum? Autopilot ausgeschaltet. Weg finden? Warum muss der denn jetzt einen Weg finden? Wo ist er denn jetzt lang gesprungen? Ah, was macht der denn da? Ist da ein kürzeren Weg? Kann ich mir nicht vorstellen. Wo sind wir denn jetzt hier? So, das ist die Dreieinigkeit.
das, dann haben wir da. Verstehe ich nicht, warum das jetzt da lang gegangen ist. Aber was wir natürlich immer machen können, ist, wir können einmal den Highway nutzen. Eigentlich sollte man den eh einmal nutzen und einmal komplett rumfahren. Das ist ja dieser Kreis-Highway hier. Feind gesichtet. Unbekannte Station. Schildkomponentenfabrik. Unbekanntes Objekt. Das ist weiter runter, das wollen wir aber eigentlich gar nicht. So, welche führt denn jetzt in welche Richtung? Meistens ist es ja der rechte. Sozusagen von einem weg. So. Jetzt nehmen wir den einfach mal. Richtige Seite, ja. Erreiche Systemanspruch des Pontifex. Erreiche System, gesegnete Vision. Weiß er wo lang. Autopilot eingeschaltet. Der Highway ist schon gut. Erreiche System, reiner Blick. System. Weiter Kontakt. Für die Forschung habe ich jetzt natürlich noch gar keine Ressourcen und ich habe auch noch kein Geld bereitgestellt. Für die Forschung. Oh mein Gott. Total versagt. Das sehe ich. Na. Autopilot. Ausgeschaltet. Autopilot. Eingeschaltet. Eden, Verteidiger. Beim ankommenden Schiff kollidiert. Erreiche System. Die Leere. Eigentlich können wir da jetzt auch schon das Ziel ausmachen. Autopilot ausgeschaltet. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall hier drüben irgendwo hin. Wo genau kann ich noch nicht sagen. PE. Nur aufpassen. Weil es ja hier diese Asteroidenfelder gibt, die ein bisschen schädlicher. Schädlicher sind als andere. Mit diesen giftgrünen Asteroiden dazwischen. Fliegen wir jetzt mal ein bisschen höher. Damit
wir da gleich drüber hinwegkommen. Hier und da. Das reicht schon. Müssten ja eigentlich schon drüber sein. Ja. Aber ich will auch noch nicht wieder runter. Also wir fliegen mal so. Leerer Raum. Vielleicht doch schon wieder zu früh nach unten. Speicher auch mal. Ich glaube noch ein bisschen weiter darüber. Das Aquädukt. Hier ist auch ein Aquädukt. Ich kenne das nur von Argon Prime. Jetzt mal wieder das Asteroidenfeld. Mal aufpassen. Gleich mal stoppen, wenn da auch, ja, da ist auch dieses blöde Zeugs drin. Stoppen wir mal kurz. So. Wo befinden wir uns da? Okay. Dann werden wir noch ein bisschen weiter da lang fliegen. Ja. Da lang. Ja. Den machen wir aus. Geben wir nochmal Gas. Und dann achten wir nochmal auf die Radaranzeige. Ob da was passiert. Ein bisschen tiefer. Das muss schon fast zu tief sein. Dann stoppen wir nochmal. Mal gucken. Ich glaube ein bisschen in die Richtung, bin mir aber nicht sicher. Mehr. So, und jetzt ja, jetzt muss ich mal gucken. Ob ich überhaupt richtig bin, das weiß ich nicht. Wir sind natürlich mal wieder auf der Suche nach einem herrenlosen Schiff. Die Nummer 3 sozusagen bei mir hier. Drill, Mineralien, Angreifer. Das ging ja doch noch recht einfach. Dann haben wir zumindest auch einen Schürfer.
Sir. Gladius. Sollen wir hier unten drunter sein? Ist hier, aber wo ist der Schalter dafür? Angreifer. So, sehr schön. Kommen an Bord der Drill. Was hat der schon wieder für einen komischen Befehl? Bitte. Dorthin. So, und wir machen das Gleiche. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Blödsinn. Blödsinn. Das ist ein bisschen viel rot. Der arbeitet hier noch, ist aber fast fertig, aber wir könnten dem ja schon neue Befehle geben. Der kann ja schon mal danach hier erkunden. Danach hier erkunden, danach hier erkunden, und danach vielleicht sogar noch hier erkunden. So, dann hat der das System und die vier da noch vor sich. Das wird ein Weilchen dauern. Ach, das kann ich auch nachher da machen. Noch einmal starten und er ist schneller. Schneller als der Jäger. Was traurig. Asteroid. Also, und ich sollte nochmal speichern zur Sicherheit. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Genau deswegen.
mal, dass wir hier irgendwie Silizium abbauen. Da war ein Kristall. Asteroid. Silizium. Asteroid. Laderaum 99% voll. Kommt dann noch ein... Nee. Autopilot eingeschaltet. Aber was macht der jetzt? Hauptsache, der fliegt nicht wieder da rein. Die Reise wird jetzt ja wieder ein bisschen dauern. Also, bis gleich. So, wir sind auf dem Mars. Oder beim Mars. Also, wir haben so unser Ziel gleich erreicht. Dann hören wir uns mal an, was die Gute zu sagen hat. Danach reparieren wir mal unseren Jäger. Sapporo. Orbital Versorgungsbasis. Software. Alles klar. Erfolgreich angedockt. So, habt ihr einen Piloten für mich? Sie an Bord zu begrüßen. Hier wäre es mal dran. Guten Tag. Geht gerade noch. Du gehst auf die Drill als Captain. Ich hoffe, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen kann. Hoffe ich auch. Schön, Sie zu sehen, Agent. Seit Sie Ihren Bericht eingereicht haben, haben meine Mitarbeiter unermüdlich daran gearbeitet, einen Zusammenhang zwischen einer Reihe faszinierender Ereignisse zu finden, die sich in den letzten Wochen im Sonnensystem ereignet haben. Die ersten Vorfälle waren kaum ungewöhnlich. Frachtvermissende Hightech-Händler, manipulierte Lieferpläne, die gelegentliche Entführung und Lösegelderpressung,
Dann begannen sich die Dinge zuzuspitzen. Streng geheime Lieferungen wurden überfallen. Gefälschte Notsignale, die auf unsere militärischen Auszubildenden abzielten. Sabotage im großen Stil. Und in letzter Zeit haben immer mehr dieser Vorfälle auf die ein oder andere Art mit den Xenon zu tun. Wir können die Möglichkeit einer großen neuen Bedrohung für das terranische Protektorat nicht länger ignorieren. Aufgrund jüngster Beweise sind meine Leute ziemlich sicher, dass unsere Gegner die berüchtigten Yaki sind. Kurz gesagt, sie sind Piraten. Unsere Daten legen nahe, dass sie ursprünglich Mitglieder der Argonischen Föderation waren. Eine weitere Splittergruppe, die sie nicht unter Kontrolle halten konnte. Die Yaki haben sich immer mit gefährlicher Technologie beschäftigt und sie scheinen sich noch mit doppeltem Vergnügen diesem alarmierenden Zwang gewidmet zu haben, seit wir das letzte Mal das Vergnügen des Kontakts hatten. Eines ihrer kriminellen Spin-off-Unternehmen, das berüchtigte Barrel, war in der jüngeren Geschichte für einen AGI-Drohnenangriff auf die Erde verantwortlich. Rechnen Sie damit, dass Ihre Schiffe schwer bewaffnet und äußerst wendig sind. Ach ja, in der Tat. Ich erkenne an, dass Sie möglicherweise persönliche Gründe für Ihr Interesse haben. Daher scheint es nur ratsam, zuerst Ihnen diesen Auftrag anzubieten. Das Ziel ist einfach. Finden Sie heraus, wo sich diese Piraten verstecken, was Ihre Ziele sind und ob sie zu besiegen sind. Leider werden Sie während Ihrer Mission nur begrenzte Unterstützung in Anspruch nehmen können. Als verdeckter Agent ist es von allergrößter Bedeutung, dass sich keine direkte Verbindung zwischen Ihnen und dem tyrannischen Geheimdienst herstellen lässt. Sobald Sie den Protektoratsraum verlassen, sind Sie auf sich allein gestellt. Ich kann Sie ein wenig anleiten, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Aber letztendlich werden Sie derjenige sein, der unter Druck Entscheidungen trifft. Sie und Kadett Shinamon sind kürzlich auf eine besonders bösartige Notsignalfalle gestoßen, die vermutlich von diesen Yaki aufgestellt wurde. Sie scheinen aus irgendeinem Grund auf bestimmte terranische Schiffe abzuzielen. Und da sie darauf versessen sind, jeden zu eliminieren, der ihrer Spur folgt, bleibt uns dieser Grund ein Rätsel. Wenn wir sie auf frischer Tat ertappen, erfahren wir mehr über ihre Ziele. Ein erweiterter Satellit sollte alle Notsignale in diesem Sektor erfassen können. Mein Team wird die Daten auswerten und sie auf mögliche Unstimmigkeiten hinweisen. Ihre Akte legt nahe, dass Sie Ihre Sache gut machen werden, Agent. Bereiten Sie sich nun vor. Schön, Sie zu sehen, Agent. Durch Ihre Arbeit an der Xenon-Front haben Sie sich als wertvoller Aktivposten für die terranische Sache erwiesen. Wir haben möglicherweise eine weitere Aufgabe für Sie. Diese erfordert jedoch eine etwas sanftere Hand. Jemanden in unserer Ecke zu haben, der mit Diplomatie und Hinterzimmerdeals vertraut ist, ist entscheidend für den Erfolg dieser Operation. Unsere Agenten haben einen Analysten namens Dal Busta beobachtet. Derzeit verhandelt er im Namen der Freien Liga von Hatikva. Nehmen Sie Kontakt mit diesem Busta-Typen auf und machen Sie sich mit der politischen Situation außerhalb des Sonnensystems vertraut. Ja, nach Hatikva will ich ja eh noch. Da gibt's ja auch ein paar nette Aufgaben. Aber erstmal will ich gucken. Warte mal, wie viel. Ich hab gar kein Geld mehr, ne? 7000. Mal auf die Gladius. Keine Ahnung. Jetzt auch auf das Schiff gehen würde. Sir. Wenn ich das mit Tastenkombination mache. Deswegen. So. Ich brauche irgendwie ein bisschen Geld. Da fällt mir gerade ein. Wirklich Geld. Ich habe doch hier noch die Drill. Da gibt es noch einen Auftrag. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Das läuft schon. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Kann doch Lithium Erz verkaufen. Plus nichts hier, was es kauft.
zu verkaufen. Nicht. Nö, nicht. Kauft nicht. Beziehungsweise wissen wir nicht. Undock-Erlaubnis erteilt. Na gut, machen wir das anders. Dann kommt die Drill erstmal hier rüber. Bekommt hier ihre neuen Leute. Das würde mich aber 52.000 kosten. Aber wie immer, genau, sind da jede Menge Sachen an Bord. Die ich nicht brauche. Terranisches Raumdock. Gehen wir auch mal dahin. Zum Reparieren. Undock-Erlaubnis erteilt. Geschützturm. Schildgenerat Kurzstreckentransporter. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Nachher erweiterte Satelliten aufstellen. Muss gar nicht mehr repariert werden. Das wurde schon repariert. Na gut, dann verkaufen wir einfach nur die Raketen. Dann docken wir ab. Dann noch was ein, was ich gucken könnte, und zwar, wenn der hier schon hier rangeht, könnte man ja gucken, dass der zweite Turm oder der erste, ach so, ne. Warum ist denn Schürfen teurer? Können. Also, was ist nicht so
Speicher. Bitte stoppen Sie, wir werden Ihr Inventar scannen. Terranische. Nichts gefunden, fliegen Sie weiter. Das kostet mich jetzt ein bisschen mehr, als ich hätte. Lassen wir erstmal machen, dann ist auch gleich Geld da. Sie sind geliefert. Wohin? Baldrick. Ihr Schiff ist sauber. Sie können weiterfliegen. Genau, jetzt ist das Geld da. Und dann bitte auch noch das wechseln in Schürfen. Bitte stoppen Sie. Oder dieses Schürfen. Wir werden Ihren Frachtraum scannen. Scannen Sie mich nur. Ihr Schiff ist sauber. Sie können weiterfliegen. Wie erwartet. Der ist fertig. Und dann weisen wir den auch mal hier zu. Und der wird ihn schürfen. Und verkaufen. Oder einsammeln. Weiß ich jetzt gar nicht. Wie sind das denn überhaupt? Okay, die Lagermodule sind fertig. Das ist doch schon mal gut. Muss ich doch tatsächlich noch mal gucken. Wo haben wir denn jemanden? Bei den Terranern? Da. Der darf mir was verkaufen. Na gut, die 11 Minuten, die haben wir hier jetzt noch. Die erspare ich euch kurz mal. Aber ganz ehrlich, das ist ja Quatsch. Weil nach den 11 Minuten mache ich Schluss für diese Folge. Also kann ich das auch genauso gut jetzt schon mal beenden. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Und genau, beim nächsten Mal, denke ich, machen wir den Terraner-Plot ein bisschen weiter. Oder gehen wir zu den Boronen für das schnellere Schiff. Das überlege ich mir noch. Genau, schreibt mir so ansonsten auch gerne in die Kommentare, was ihr bisher davon haltet, auch von dem Spiel an sich. Und
Ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Runde X4. Beziehungsweise, wenn es weitergeht mit der aktuellen Runde X4. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.